Feature mit Nico Nuevo, ey, ich mach doch gar keine Musik, ist doch egal, kannst du nicht trotzdem Feature mit Nico Nuevo machen? Wir sind Bros, so sehen Veganer aus, flexe den, man. Hab ich gesagt, ich komme nach Berlin, lass Treffen machen. Und dann haben wir uns getroffen. Digga, ich mag den nicht, der hat selber in seinem Stream gesagt, ich mag dich auch nicht, Bro. Beef ist nicht pipapo, aber... Spaß, I love you, Bro. Ja, komm. Allein weil du schwarz bist, ja, äußerlich zumindest. Frag ich dich da jetzt. Ich werde dir jetzt sagen, was passiert ist, aber es gibt eine Sache, die will ich auf jeden Fall aus der Welt schaffen, und zwar war ich... Das sind aber diese drei Sachen, wollte ich vor der Kamera nicht ansprechen. Yes, yes, ja, Freunde, ich glaube, man hört mich jetzt. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Ein spontaner Stream ist gerade entstanden. Mir ist es nicht einfach gefallen, den Stream hier anzuschmeißen an der Stelle. Ja, ihr seht es ja schon im Titel vom Stream. Wir reagieren heute auf das Video, was Cedric vor 17 Stunden ungefähr hochgeladen hat. Und zwar geht es da um das Thema mit Nico. Also der hat mit Nico einen Livestream gemacht, so ein kleines Interview gemacht, und da haben die halt auch über unsere Freundschaft geredet. Und vorab wollte ich hier ganz kurz nochmal sagen, für mich persönlich ist es eine Sache, es fällt mir schwer, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt was um die Ecke kommt, auch von Nikos Seite so. Weil ich war immer jemand, der, ich habe das ja auch öfters erwähnt und ihr habt mich auch tausendmal gefragt und ich habe die Frage, ja, bin ich auch immer umgangen. Nicht, weil ich irgendwie Angst davor oder vor eurer Reaktion hatte oder Angst davor hatte, was da passieren könnte, wenn ich drüber rede, sondern eher, weil, ja, ich nicht irgendwie mehr noch so Salz in die Wunde gießen wollte, beziehungsweise ich immer finde, dass... ja, eine echte Freundschaft, wenn da wirklich Liebe im Spiel war, beziehungsweise ja, wenn man sich wirklich geliebt hat und wenn das wirklich echt, echt, echt war, dann finde ich, hat das, wenn es dann vielleicht auseinandergeht oder irgendwas vorkommt in dieser Freundschaft, dann auch nicht irgendwie was mit der Öffentlichkeit zu tun. Weißt du, was ich meine? Ich fand es immer sehr schade und traurig, wenn echte Freunde sich zerstritten haben und dann in der Öffentlichkeit dann eine Schlammschlacht entstanden ist oder so. Ja, aber... ich habe jetzt ein paar Nachrichten gekriegt, dass halt der Cynic und der Nico den Talk gemacht haben und dass sie da über mich geredet haben, über die Freundschaft geredet haben, und das habe ich zugeschickt bekommen, und ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich lasse Sachen auch nicht einfach so im Raum stehen. Also es gibt jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, da wurde was gesagt, was ich jetzt klarstellen muss oder so, aber es ist halt ein sehr privates, persönliches Thema, aber ich finde, ich bin es auch irgendwie, ich möchte das auch meinen Leuten, also meiner Community dann so mitgeben, was meine Ansicht der Dinge ist, damit meine Community immer so auch auf dem aktuellsten Stand ist, gerade wenn es um mich persönlich geht so. Und nicht, dass da wieder irgendwie andere YouTuber noch drauf reagieren und was sagen und irgendwie dann wieder tausend Leute reagieren, und außer die Leute, die selber damit zu tun haben. Weißt du, wie ich meine? So, deswegen. Ja, deswegen ziehen wir uns das rein jetzt, Freunde. Und wie gesagt, ja, ist für mich kein leichtes Thema, und das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass sowas überhaupt passiert ist bei mir auch, dass in der Öffentlichkeit eine echte Freundschaft, dass es dann zum Thema geworden ist und so. Aber was ich auch jetzt schon sagen muss, ich habe mir das Video natürlich schon angeguckt, und ja, ich will auf jeden Fall, das will ich vorab sagen, dass das, wenn wir schon in der Öffentlichkeit darüber reden, dann halt, wie ich es auch bei dem Asche und Mois Video gesagt habe, dass es halt auf menschlicher Basis bleibt und das nicht irgendwie, weißt du, wie ich meine, dass nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt einer von uns dann noch dafür sorgt, dass der andere irgendwie jetzt schlecht dasteht oder so. Das war auch so, das wollte ich auch nie. Gerade, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Sind wir doch Freunde. Jetzt hört man's, ne? Ja, Mann. Okay. Es ist nicht viel passiert, wir machen einfach weiter. Auf diesem Wagen, keine Ahnung, was das sein soll, Motorrad, ich stehe so vorne. Ach so, warte, ja, hier, das ist schon wichtig hier. Ja, tolles Video, Cynic. Also ich würde sagen, bis dahin können wir gucken und Scheiße, kommt da irgendein Fail? Dann machen wir weiter jetzt.
Als ob ich nicht wüsste. Damit ist Marvin natürlich nicht gemeint. Aber Monsterstelle! Was ich noch sagen wollte, ich mache das hier auch ein bisschen so, weil ich das so in mir drin habe die ganze Zeit und ich immer wieder, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wenn ich live gehe auf Instagram oder in den Kommentaren oder so, immer wieder dann so ein Gefühl innen drin bekomme, was mir nicht gut tut, aber ich hätte damit gedealt, wenn es sein muss so. Ich hätte nicht deswegen einfach was in der Öffentlichkeit gesagt, aber ich glaube, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit einmal jetzt was dazu sage, dass das vielleicht weggehen könnte oder auch Leute nicht mehr so oft fragen, so, weißt du? Hab echte Feinde, keine falschen Freunde und dann so mal ran, ey, dann machen wir so Leon komplett in Orange, so hinter mir auf diesem Wagen, keine Ahnung, was das sein soll, Motorrad, ich stehe so vorne. Cynic natürlich wie gewohnt schön Benzin reingießen ins Feuer, man kennt ihn. Dann macht er so Schussbewegungen in die Kamera und ich stehe vorne, mache auch nochmal so Abzug, weißt du, weil Bros, so vegan Bros, weißt du, weil vegan und pumpen und Bros, so auf Bros, geil. Finger für die Bros. Cynic hat gerade richtig Spaß an der Sache, glaube ich. Ne? Schön Hass verbreiten, schön Beef anzetteln, beziehungsweise noch ein bisschen Salz rein in die Wunde. Der ist nicht gut gealtert. Ja, ihr habt euch richtig lieb. Das ist gut so. Das ist richtig, das ist wahre, ich hätte jetzt fast gesagt, langlebige Freundschaft, aber ja, kurze Liaison anscheinend. Ey, krass. Geiles Timing. Weißt du, was ein geiles Timing das ist? Hast du die Reaction von Marvin California mitbekommen? Auf den neuesten Track? Worauf? Ja. Hast du mitbekommen? Ja. Ja, der ist hier gerade, im Chat. Der hat sich hier gerade in den Chat reingesneakt. Marvin, da gucken wir uns später auch nochmal an, auf jeden Fall. Da hast du auch, finde ich, auch ein bisschen übertrieben, aber ist deine Meinung, aber das können wir uns später auf jeden Fall auch nochmal angucken. Jetzt erzähl uns doch mal bei dem schönen Bild hier. Also ich war am Anfang bei der ersten Reaktion, ich bin ja hier offen und ehrlich, 100% real, ich versuche genau zu sagen, was ich denke. Meine erste Reaktion in dem Moment war, ich fand's krass zu sehen, dass die Jungs es so lustig finden, auch da bei Nico und seinem Kumpel, der hinten liegt, den ich ja auch gut kennengelernt habe oder kenne, dass die mittlerweile schon halt, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, darüber so lachen können und das als Spaß so betrachten können, ist bei mir anders so. Was zum Teufel ist passiert von in diesem Jahr anderthalb von Bro, ich... Also nicht auf negativ gemeint, sondern einfach ich persönlich, ich nehme mir halt auch Sachen immer so krass, mich nehmen Sachen immer extrem mit, manchmal auch zu viel und ich brauche lange Zeit, um über Dinge hinwegzukommen. Ich stell dir die Leute vor, ich habe dich zwar nicht gefragt, aber egal wer vor mir sitzt, ich werde auf jeden Fall immer sagen, ey, Feature mit Nico Nuevo, ey, ich mache doch gar keine Musik, ist doch egal, kannst du nicht trotzdem Feature mit Nico Nuevo machen, wir sind Bros, so sehen Veganer aus, flex it in, man, Alter, so machen wir, ist zwar ein bisschen teurer so dieser Lifestyle, aber guck mal, man dachte immer so, Veganer sind Lauchs, aber jetzt guck uns an, wir sind hier tätowiert, Muskeln und so, wir sind Veganer, Bruder hier, Bruder da, und was ist dann passiert, dass es auf einmal nicht mehr so ist? Also vieles ist noch so. Also guck mal, jetzt alles, worüber dich, über alles, was du dich lustig machst, nicht alles davon würde ich jetzt so dir recht geben. Also, aber ja, ich sagte, dieser Check da, der war wahrhaftig gemeint von ihm und ich glaube auch, also von mir auf jeden Fall und ich glaube auch von ihm. Ja. Hundertprozentig mit Herz. Aber safe. Das ist dann leider in die Brüche gegangen so. Ja. Da sind viele Sachen schiefgegangen. Also ich hätte ja, guck mal, ich hätte ja selber meinen Zwist mit dem... Ja, ich glaube, die gehen jetzt, glaube ich, nochmal auf dieses Ganze mit den Features und so, dass ich halt immer versucht habe, Nico zu pushen und so. Da gehen die gleich nochmal ein und dann werde ich dazu was sagen. Mit dem Kollegen, ich habe ja eh selber meine eigene Meinung, habe ich dir auch schon mal kurz gesagt. Und bei einem... Ja, das muss man dazu sagen. Cynic... mag mich grundsätzlich nicht. Bei diesem einen Ding warst du ja sogar dabei, als er in den Club kam und meinte so, ey, lass mal reden hier, so ein, auf, was laberst du da für eine Scheiße machst. Aber...
Genau, das, da kann ich nochmal kurz aufgreifen. Ich habe Cynic einmal im Club getroffen und habe ihn dann mit rausgebeten und ihn zur Rede gestellt, weil er mir per Sprachmemo eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich nicht richtig einordnen konnte und ich darauf nicht reagieren wollte, sondern mir selber gesagt habe, okay, wenn ich ihn sehe, dann spreche ich ihn persönlich drauf an. Dann habe ich ihn persönlich getroffen, dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und da habe ich dann auch, in dem Moment habe ich dann auch gemerkt, dass ja einfach auch ein grundsätzlicher Hass von Cynics Seite, grundsätzlicher Hate, nicht Hass, grundsätzliche, ich sag mal so, den Lovelock kann ich nicht einordnen, mag ich nicht. Weißt du, wie ich meine so? Also wenn ich ihn nicht einordnen kann, dann mag ich ihn nicht. Das habe ich da gemerkt. Also es ging dann schon mit so Kleinigkeiten wie, dass es ihn getriggert hat, dass ich auf der FIBO mit einer Ollen ein Interview gemacht habe und da einen Lutscher gelutscht habe. Dass es ihn getriggert hat, dass ich, wo ich Juju Interview gemacht habe, dass ich meinen Pullover ausgezogen habe und dann im T-Shirt da saß und man meinen Bizeps gesehen hat. Und er hat gesagt, dass ich das mit Absicht mache, weil ich, weiß ich nicht, anscheinend angeblich sexuell anziehend rüberkommen wollen würde oder so. Bro, I'm sexual attractive, na man. Das kannst du mir nicht nehmen, auch wenn ich Pulli anhab oder einen Kartoffelsack, Bruder. Das an der Stelle dazu. Mich würde mal interessieren, die Entstehungsgeschichte. Also der hat... War jetzt ein bisschen eingebildet, aber ja. Ich habe also das war nie meine Intention. Ich habe halt einfach gemerkt, dass er Dinge rausgenommen hat und Dinge interpretiert hat, die ich nie so gemeint hatte. Weißt du, wie ich meine so? Er hat halt gesucht einfach. In Mannheim seine Sachen abgedreht, ist dann nach Berlin gekommen, hat sich auf den Kuhdamm gestellt und Leute gefragt, was sie von Muskeln halten. Und wo... Nicht ganz, Digga, nicht ganz. Also ich habe in Mannheim angefangen natürlich auch mit Straßenvideos und es stimmt schon. Ich habe in Berlin auch stehen Frauen auf Muskeln gemacht so. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen was mehr gemacht, ne? Also am Anfang haben wir auch Blogs gemacht, Interviews haben wir viele gemacht. Wir haben Straßenreactions gemacht. Wir haben meiner Meinung nach auch dazu beigetragen, dass Deutschrap fresher denn je ist. Also mit unseren Straßenreactions haben wir, kann ich mich erinnern, dass am Anfang auf jeden Fall Leute am Start waren, die teilweise die Künstler nicht kannten, auch so Namen wie Luciano oder Nimo und so, und die Leute hatten dann die Künstler auf dem Schirm, das heißt, wir haben da schon noch was Cooles gemacht, so. Aber für ihn bin ich halt dieser stumpfe Bruder, dieser stumpfe Bruder, der sich selber reduziert auf seine Muskeln, auf sein Aussehen, aber meiner Meinung nach, durch dieses Vegan-Ding und durch diese tiefgründigen Talks und so, breche ich das ja wieder ein bisschen auf. Aber ich glaube, das Bild kommt halt auch nicht so zusammen. So, was bist du jetzt? Bist du jetzt so ein Fuckboy, der nur flex die ganze Zeit und auf cool macht? Oder bist du jetzt so ein spiritueller, veganer Typ, der innerlich versucht, irgendwie zufrieden zu sein? Das ist so das, was, glaube ich, die Leute ein bisschen verwirrt dann. Also so Leute wie ein Cynic und dann das dazu führt, dass die dann sagen, okay, den mag ich nicht. Wo war dann der Schnittpunkt? Also wo war dann dieses, Nico, das ist Leon, Leon, das ist Nico, wann, wie war das da so nach dem Motto, wer hat euch vorgestellt oder ist das so zufällig? Ist ein bisschen leise, das Video, gell? Warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter. Wie war das? Also das erste Mal, wie ich auf Leon aufmerksam geworden bin, ist, dass er in seiner Gegend, ich kannte ihn nicht, aber ich bin sowieso, zu der Zeit war ich gar nicht so auf YouTube, ich kannte voll wenig einfach, ich war in einer ganz anderen Welt unterwegs. Und er war auch zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so bekannt. Und, ich hatte da kurz vorher die 100.000 geknackt, müsste 100, 150 vielleicht höchstens gewesen sein. Das erste, was ich gesehen hatte, ist, wo er so ein Selfie-Video gemacht hat, wo er mit so vielen Fans von ihm unterwegs war, so, und dabei lief halt Gang. Ich bin unterwegs mit meiner Gang, das war halt so eine geile Dings. Und dann habe ich gesehen, okay, irgendein wichtiger YouTuber mit vielen Followern, so, habe ich geschrieben, ey, Dankeschön, bla bla, irgendwie. Dann hat er gesagt, ey Bro, ich bin demnächst in Berlin, lass mal connecten, so. Und ich halt, klar. Kurz Real-Life-Story an der Stelle, wie ich ihn entdeckt habe, ist, wir waren unterwegs auf Tour mit Fanus. Wir waren in ein paar Städten, weiß nicht, die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen das vielleicht noch. Wir waren in Hamburg, Hannover, Berlin, die Stars sind immer rumgependelt und so. Und irgendwann waren wir in Hamburg in einem Club. Da kam die ganze Zeit Oldschool-Shit so, ne? Voll geil, wir haben gewaved, wir haben unser Ding gemacht und so. Und auf einmal kam so ein trappiger Beat, Digga. Ich denke so, okay, krass. Trappiger Beat, okay, boom. Auf einmal, ich höre so 3-4 Wörter. Ich höre, das ist doch ein Deutscher, Digga. Ich sag, wie? Wie Deutsch? Das ist doch nicht Deutsch, Digga. Ich so, krass, Digga. Ich straight up zum DJ, wirklich straight up zum DJ, durch die ganze Menge durch, boom, 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 DJ. Wer ist das? Da hat er mir den Namen aufgeschrieben. Und dann war das Nico, Digga. Dann sind wir zurück ins Airbnb, waren wir da noch, genau. Sind wir ins Airbnb und haben uns seine Musikvideos reingezogen und haben so ein bisschen geguckt. Und ja,
Dann haben wir dieses Community-Treffen gemacht und dann waren die ganzen Leute hinter mir und ich hatte diesen einen Song noch im Kopf und ich bin unterwegs mit meiner Gang und es hat dann gepasst, habe ich gesnappt reingemacht, dann hat er mir geschrieben und dann hat er, wie er gesagt hat, habe ich gesagt, ich komme nach Berlin, lass treffen. Machen. Und dann haben wir uns getroffen und das war echt so Freundschaft, also von ihm aus, wie fast auf den ersten Blick, das war wie so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich lieber auf den ersten Blick nahm. Bruder bin, den er so endlich gefunden hat, so. Mhm. Und ich habe den Typen auch Stück für Stück dann immer mehr in mein Herzen so geschlossen, weil, also es gab einfach, wir hatten wirklich beste Zeiten und dieses ganze Zeug. Also, das war so genauso, wie er es sagt. Ich habe ihn, getroffen und, wie soll ich euch das jetzt sagen? Ich habe das schon jetzt ein paar Mal in meinem Leben so erlebt, dass ich Menschen getroffen habe, denen in die Augen geguckt habe und einfach nur Gutes da gesehen habe. So. Nur. Also zu 100%. Und Nico ist einer von diesen Menschen so. Das ist auch genau der Grund, warum mich das alles danach so krass verfolgt und mitgenommen hat. So. Ihr merkt schon, es fällt mir selber schwer, persönlich darüber zu reden, so. Weil ich halt einfach bei Nico, ja, ich hab Scheiße gebaut. So, dazu muss ich stehen, weil das ist passiert. Ich bin das. Ich bin dieser Leon Lovelock, der das gemacht hat, so. Und das kann auch jeder wissen, so. Ich will aber nicht sagen, um was es geht oder was genau da passiert ist, weil das nicht mein Recht ist. Wenn Nico irgendwann möchte, dann können wir gerne darüber auch reden, wenn er das möchte. So, ich hab nichts mehr zu verbergen. Ich möchte, dass ihr mich kennt als 100%igen Leon Lovelock, so wie ich bin, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern und mit all meinen guten Seiten, die ich habe. So. Und ich habe Fehler gemacht. Aber was ich hier auch an der Stelle sage, ich habe noch nie einen Fehler gemacht und mich für meinen Fehler nicht gerade gemacht. So. Ich habe mich immer sofort für alle Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, gerade gemacht. Und das ist für mich wichtig. So. Weil ich, wenn ich einen Fehler mache, mache ich mich dafür gerade. Und dann nehme ich die Konsequenzen so, wie sie kommen. Egal wie schwer und wie hart diese Konsequenzen sind. Die können auch meinetwegen zum Tod führen. So. Ich nehme das in Kauf. So, ich nehme das in Kauf, weil ich selber dafür zuständig war und ich selber dafür verantwortlich bin. So. Und ich kämpfe, ein besserer Mensch zu werden und Fehler nicht nur ein zweites Mal zu machen. So. Ich kämpfe so. Ich versuche jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Aber ich habe Fehler in der Vergangenheit gemacht und ich habe mit Nico einen Fehler gemacht und deswegen sind wir nicht mehr miteinander befreundet und deswegen hat er die Freundschaft beendet mit mir und jetzt wisst ihr Bescheid. In Kameras und so, das war null gefaked, also wir waren wirklich best friends. Wir waren das, das ist keine Ironie oder so, das kam auch gar nicht gefaked rüber, das kam genauso rüber, wie du das sagst, dass zwei Typen sich gefunden haben, voll viele Gemeinsamkeiten haben. Safe. So, und dann einfach, Mann, ihr Leben in Berlin halt, ne? So kann man es also als Außenstehender rüber. Ja, und ich weiß, wo fange ich da an? Ich sag ehrlich, also ich hätte auch mich mit Nico an den Tisch gesetzt, wenn es so, oder mit einer dritten Person noch dazu, meinetwegen, und das alles in der Öffentlichkeit besprochen und nicht online. Guck mal, diese ganzen Sachen zum Beispiel, dass er gefragt hat. Weil es ist einfach echt gerade. Ihr seht gerade einfach eine echte Freundschaft und ich rede aus echtem Herzen über diese ganze Sache. Vielleicht ist es was am Ende des Tages, wo Menschen vielleicht auch was daraus lernen können. Weiß ich nicht. Es wird auf keinen Fall ein Schlammschlacht-Beef, wo sich Leute gegenseitig beleidigen, sondern eher, wo Leute Dinge eingestehen und vielleicht sogar am Ende, wer weiß, wie es, weißt du? Immer, ne, ob Leute Features mit mir wollen, ne? Ja. Das hat er immer von alleine gemacht und ich fand das nie, also jetzt im Nachhinein, wenn es so Leute so als Witz machen, check ich erst so den Witz dabei, so, ne? Aber ich hab mich damals einfach immer darüber gefreut, so. Ja. Und der hat in ganzen Festivals ist der rumgelaufen und hat mich überall reingehauen, weil er mich einfach seinem Bruder zu 100% supporten wollte. Und ihm war das egal, was Leute denken oder ob sie genervt von mir sind. Der hat das einfach mit seinem. Ich schwöre, ich verstehe das heute immer noch nicht, dass Leute darüber lachen, so, weißt du, was ich meine? Ich bin so durch, dass es für mich so krass selbstverständlich war, ihn so krass zu supporten, dass ich das nicht mal selber merke, dass das jetzt ein Meme geworden ist, so. Ich hab's nicht mal gerafft, dass es ein Meme geworden ist, Digga. Ich glaube, Leute haben mir teilweise in die Kommentare, in diese Fanfragen das reingeschrieben, damit ich die Frage stelle, damit sie dann danach drüber lachen können und ein Meme draus machen können. Aber ich hab's mit Herz gemacht. Ich war froh, wenn es einer gefragt hat, weil ich dann einfach meinen Bruder supporten kann. Weißt du, was ich meine? So. Und ich war auch immer so,
An dem ersten Tag, wo ich Nico kennengelernt habe und seine Musik gehört habe, habe ich ihn größer gesehen, als er war. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe in ihm so einen krassen Superstar schon immer gesehen. Immer noch sehe ich das so. Und ich wollte am Anfang das Erste, was ich wollte ihn eigentlich auch immer managen, Digga. Ich war immer so, Bruder, ich will, dass du richtig groß wirst, Digga. Ich will, dass du deine Aufmerksamkeit kriegst, die du verdient hast. Weil ich finde immer, gute Menschen, so, weil das ist für mich das A und O. Als allererstes zählt, ob du ein guter Mensch bist. Danach kommt alles andere. Das ist jetzt vielleicht dumm, auch das Musikalische und so. Das kommt für mich erst alles danach. Ich bewerte Künstler so, dass ich als erstes gucke aufs Herz so. Weißt du, ich meine so. Und deswegen habe ich ihn halt auch aus Herz supported, Digga, weil ich in ihm so immer so viel gesehen habe und ich immer fand, dass er mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und dann habe ich halt jede Möglichkeit, wo ich gedacht habe, okay, das hat jetzt mit Musik zu tun und so, genutzt einfach, weißt du? Die ganzen Herzen gemacht, ja. Weil der hat sich als Teil von uns, was er war Teil von uns, von all meinen Brüdern, wir haben ihn alle aufgenommen, der war einfach Teil dessen und der hatte zu dem Zeit Fame und Hype und der hat das einfach nach außen getragen, RNG hier, in die Videos da, ja. Und genauso wie er uns in der YouTube-Welt repräsentiert hat, haben wir ihn halt hier in Berlin, das soll jetzt nicht so gangstermäßig klingen, ja, aber so einfach in der so halt represented. Also wenn wir in Shisha-Läden reingegangen sind, wo ich den Besitzer kenne, weil ich hier einfach schon mein ganzes Leben lang lebe, habe ich ihm vorgestellt, komm, das ist Leon, ah, okay, cool, der macht YouTube, ah, geil, können wir ein Foto machen, ja, geil. So, dass Leon das nächste Mal auch alleine hingehen konnte und die wussten wir es. Ja, das ist einfach in Clubs, Shisha-Bars, Restaurants, also ich will jetzt auch nicht so tun, als hätte ich so die Key to the City. Doch, Digga, safe. Durch Nico habe ich in Berlin, glaube ich, nicht in einem Club an der Schlange angestanden oder Eintritt bezahlt. So. Also das stimmt. Ich habe natürlich dann mit der Zeit auch eigene Connections aufgebaut, gerade in den Viertels, wo ich dann gelebt habe, so. Habe ich natürlich auch Leute selber kennengelernt und dann später auch durch Künstler, die man dann kennengelernt hat und so. Aber dieser erste Schritt in die Stadt, die ersten Kontakte, die ersten Leute, es ist halt auch dann immer noch ein Unterschied, wenn du mit einem kommst, der schon Berliner ist, der schon eine Legacy in Berlin hat quasi und dich dann vorstellt, ist es was anderes, wie wenn du von alleine kommst. So, weil ich habe ja natürlich Reichweite gehabt und ich hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen selber kennengelernt, aber durch Nico ist das viel cooler gelaufen und der hat mir da einige Türen aufgemacht, definitiv. Ja, aber mich kennt man hier, ich bin ziemlich beliebt, weil ich immer respektvoll und nett bin und keinen auf krass mache. Ja. Und so haben wir uns halt gegenseitig geholfen und ja. Aber würdest du nicht auch sagen, es gibt eine coole Art, das zu machen und es gibt einfach eine unfassbar dumme Art, das zu machen. Ich meine, muss jetzt auch nichts zu sagen, aber für mich ist der jetzt nicht so der allercleverste unter der Sonne. Und dann kann man das cleverer einstreuseln, anstatt einfach vor jedem, der vor dem sitzt, zu sagen, so auf, hier, der hat geschrieben, Feature mit Nico Nuevo, eine Woche später, Ja, da merkt er auch schon wieder, der Cynic mag mich halt nicht, das habe ich auch schon öfters gehört. Ich glaube, einige Leute denken einfach, dass ich nicht die hellste Kerze bin. Kann auch sein. Keine Ahnung, so. Ich würde mich selber niemals hinsetzen und sagen, ich bin so eine Intelligenzbombe oder so. Ich weiß nur, dass ich halt bisschen Schulbildung auf jeden Fall am Start habe, dass ich damals zwar nicht den geilsten Hauptschulabschluss gemacht habe, aber dann meinen Realabschluss nachgeholt habe, mein Abi nachgeholt habe, studieren gegangen bin, natürlich mein Bachelor, aber nicht abgeschlossen habe, aber das ganze Studium durchgezogen habe. Also diese Schulintelligenz auf jeden Fall am Start. Emotionale Intelligenz würde ich mir auch anmaßen, dass ich die habe, so, weil ich habe ein sehr krasses, wie soll ich sagen, so Gespür für Menschen und für Emotionalität und so. Ich spüre viel. Also die Intelligenz lasse ich mir eigentlich auch nicht nehmen, so. Deswegen, ich weiß nicht immer, über was für eine Intelligenz die reden, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen, ich versuche halt, gut zu sein, ne? Ich versuche wirklich gut zu sein und weiß ich nicht, vielleicht auch wirkt es manchmal dümmlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, schreibt schon wieder jemand, hast du Lust mit, ja, mach's doch clever, frag den hinter. Ich habe noch nie eine Fanfrage oder eine Community Question oder irgendwas gefälscht, so. Ich habe noch nie mir selber eine Frage gestellt oder so. Ich lese immer einfach nur vor. Die meisten Sachen, die mir vorgeworfen werden, da habe ich nicht meine Intention gehabt, meistens. Kamera oder Man kann sich ja was ausdenken und ich glaube auch, dass er das von ganzem Herzen gemacht hat, safe, glaube ich. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall so was... Ich bin halt nicht der Typ, dann, der dann darüber nachdenkt, wie kann ich das am besten schlau machen, so rein Scam irgendwie. Ich bin halt dann so einfach, ich falle mit der Tür ins Haus, sagt man, oder? FBI, open up, na man. Wie er da sagen würde, obwohl ich den Begriff hasse, was Wahrhaftiges war.
So, aber man hätte es auf jeden Fall clever machen können, weil sonst so ist es ja irgendwann penetrant und Leute machen sich dann natürlich, hier siehe Marvin California, dann irgendwo auch mit ein bisschen Recht darüber lustig, obwohl du gar nichts dafür kannst, obwohl du dir einfach nur denkst, boah, korrekt von dem, aber das ist halt, ich hätte auf jeden Fall zu dem gesagt, ey, Bro, Alter, sei mal nicht böse, aber nach dem dritten Interview kannst du vielleicht mal ein Interview auslassen oder kannst du hinter der Kamera fragen, dass nicht das immer so rüberkommt. Echt? Ich weiß nicht. Weiß ich, meine, ein bisschen cleverer. Da bin ich jetzt gespannt, ich weiß gar nicht mehr, was Nico jetzt antwortet. Okay, aber. Also erstmal habe ich das nicht so wahrgenommen und ich bin mir auch zweitens, ich will dem nicht Unrecht tun, ich weiß auch nicht, ob das jedes Mal so war, ey, Peter schreibt Feature mit Nico Nuevo, also ich... Marvin California schreibt, wahrhaftig, get in, man, hier im Chat. Er hat das manchmal von alleine gesagt, manchmal so dies, das. Also ich weiß, und ich weiß auch nicht, ob er es im Jeden getan hat, aber er hat es auf jeden Fall oft getan, ja, und immer so irgendwie so. Und ich verstehe halt, Bruder, Deutschrap ist halt, wenn du eine Sache sagst, die nehmen dich halt hoch damit. So, ne? Und er hat es auf jeden Fall sehr oft gesagt und die Leute nehmen ihn hoch damit. Und ich bin ja jetzt auch, habe ich es aufs Klo, also. Ich sag mal so halt, ich glaube halt, dass ich bin halt so, Dicker, ne? Wenn einer von meinen Brüdern oder ich weiß nicht, ich orientiere mich auch an DJ Khaled zum Beispiel. Ich bin so ein Typ. Wenn einer von meinen Leuten, und das habe ich auch zu Nico gesagt, wenn du deinen Song raushaust, Puff Daddy, wo ich das erste Mal im Musikvideo dabei sein werde, dann werde ich Internet seine Mutter ficken. So, ich werde in jeder Story den Song einblenden, in jedem Interview werde ich dich erwähnen, ich werde überall werde ich dich reindrücken, so. Das war mein Move, das war mein Ziel. So, und ich habe das nicht gemacht, weil ich Prozente oder Aktien oder irgendwas in ihm hatte. Ich habe davon nichts gehabt am Ende des Tages. Aber mit Herz, weil er ein guter Mensch ist. So, das war der einzige Grund. Und ich glaube schon, dass ich es auch geschafft habe, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu kriegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Leute in Mannheim auf einmal Nico gehört haben, die kannten ihn alle vorher nicht. Weißt du, wie ich meine? So, ich glaube schon, dass ich durch dieses penetrante Reindrücken von seinen Namen schon auch bekannt gemacht habe, so. Aufs Klo, sondern auf Klo hier 1-4 diese Instagram-Corona-Seite geschafft. Dank denn? Womit? Die nehmen Leon oft hoch. Das war so, ich aber so, nicht wegen deinen Tracks, sondern wegen ihm. Naja. Und zwar war da so ein Halloween-Ding und da klopfen so Kinder an seinem Haus und er macht irgendwie die Tür auf und sagt, hey, Feature mit Nico. Das ist geil, Digga. Mittlerweile feiere ich Klo auch, Digga. Das ist funny, Bro. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leon das, also ich hoffe, er findet das auch funny. So wie Nico mich noch kennt, also so, wir haben uns jetzt bestimmt schon zwei Jahre bestimmt, jetzt nichts mehr voneinander gehört, nicht mehr miteinander geredet, aber damals, so wie Nico mich noch kennt, hätte ich das nicht witzig gefunden. Mittlerweile, ich feiere das sogar. Ich finde es nicht nur lustig, also neutral, sondern ich feiere es sogar. Das ist jetzt... Wirklich, von Herz. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich feiere das wirklich von Herz, Digga. Keine Ahnung. Ja. Ist halt so. Ich glaube, wie bei vielen Sachen, so gezwungenermaßen muss man es nach einem gewissen Zeitraum, muss man es dann irgendwann mitlustig finden. Aber, aber das ging ja locker. Nee, man muss einfach die Perspektive ändern. Man muss die Perspektive ändern, Digga. Man darf sich nicht immer so in den Mittelpunkt stellen. Man darf sich nicht zu ernst nehmen. Ich habe immer gedacht, ich bin der Mittelpunkt von der Erde, Digga. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so ist. Weißt du, umso mehr Geschichten ich mir aus dem Glauben reinziehe, umso mehr merke ich so, Bro, du bist einfach nur so ein kleiner Staubkorn. Versuch einfach das Beste zu machen. Versuch nach dem Beispiel der Propheten zu leben. Und dann machst du alles richtig, weißt du. Und dann lässt du dich nicht von Trolls oder von Comedy-Sachen über dich triggern. Im Gegenteil, wenn man dann die Emotionalität einmal rausgenommen hat und es anders anguckt und bewertet, dann ist es ja was Positives, weil es bringt Menschen zum Lachen. Es macht meinen Namen größer. Keiner hat was dadurch verloren. 2 Jahre. Und das ist jetzt gar nicht so nach dem Motto, will jetzt hier Sensation, ich will jetzt hier irgendwas aus dir rausziehen, sondern doch, safe. Ich habe den Typen gefressen, zu mir kommt er nicht. Ich friss dich auch noch irgendwann. Ich hab hier jemanden sitzen, der mit dem mal cool war, der nicht mehr mit dem cool ist. Und es ist ja ganz normal, dass ich dann wissen will, was da passiert ist, weil... Wer weiß, Cynic, vielleicht komme ich doch nochmal zu dir. Keine Ahnung. Ich glaube, Cynic ist auch ein bisschen sauer, weil ich nicht in sein Interview reingegangen bin. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, das war auch von mir eine, ja, nicht stabile Aktion, sage ich mal. So, ich bin Cynic nichts schuldig, aber mir selber gegenüber sage ich das so, weil... ja, es war zu der Zeit, wo damals dieser Corona-Shitstorm war und so, da wollte ich dann mit ihm ein Interview machen und ich habe mich nicht getraut richtig so.
Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es geil sein könnte, dass ich mit ihm ein Interview mache, dass er mir, beziehungsweise ich habe ihm die Anfrage geschickt, das war bevor dieser Corona-Shitstorm kam. Da war ich voll Bock, hatte ich voll Bock, mal seine kritischen Fragen zu beantworten. Dann kam dieser riesen Shitstorm und ich war ein bisschen am struggeln. Und zu der Zeit wollte er dann das Interview drehen und da habe ich dann Angst davor gehabt, Schiss davor gehabt. Gebe ich hier offen und ehrlich zu, kann ich. Mittlerweile habe ich keinen Schiss mehr vor so ne Sachen. Deswegen, wer weiß, vielleicht komme ich demnächst rein bei dir, Bro. Du weißt schon, wie das läuft. Ich weiß doch gar nicht, warum du mich nicht magst, Bro. Ich bin doch eigentlich ein ganz lieber, Digga. Und wir haben eine Gemeinsamkeit. Das werde ich im Interview erwähnen. Digga, ich mag den nicht. Der hat selber in seinem Stream gesagt, ich mag dich auch nicht, Bro. Ist nicht pipapo, aber hat mir gesagt, der will. Spaß. I love you, Bro. Ich komme auf jeden Fall in deinen Stream. Kam dann. Allein weil du schwarz bist, ja. Deswegen. Äußerlich zumindest. Frage ich dich da, als das passiert ist, weil ich kann ihn ja leider nicht fragen. Aber das ist ja dann so ein, zwei Jahre auf jeden Fall auf. Ich stell dir den vor, ich mache hier Promo, Bro, Basis gewesen. Ja. Aber irgendwas ist ja, und das hast du mir ja noch nicht erzählt, irgendwas muss ja dann passiert sein, dass der nicht mehr in der Stadt ist, dass er nicht. Marvin California schreibt, Nico konnte safe nichts dafür. Es hat ihm in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall nicht gepusht. Es hat ihn in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gepusht, dass ich ihn in jedem Interview erwähnt habe, was so 2, 3, 4, 5, 6, 700, 8, 900 bis 1 Million Klicks hat, Digga. Cool, no, miteinander no. Seid. Also gab es so einen direkten Bruch oder kam dann so schleichend irgendwas? Ich sag halt so, ich find's. Die Arten und Weisen, die so ein Marvin California und so ein Cynic an den Tag legen, ne? Dieses auf Krampf versuchen, irgendwas zu finden, was nicht passt und das dann hops zu nehmen, ist irgendwie cool, aber man verrennt sich da auch manchmal. Man interpretiert dann Sachen in Sachen rein, die es gar nicht gibt, weißt du? Und ich verrenne mich lieber positiv, als dass ich mich negativ verrenne. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich mich negativ verrenne, ich will nicht zurückrudern, wenn ich was Negatives über jemanden gesagt habe. Weißt du, was ich meine? So. Wenn ich was Positives gesagt habe und der dann aber eigentlich gar nicht positiv ist und ich muss dann zurückrudern, ja, okay. Ist nicht so ganz so schlimm für mich, wie wenn ich was Negatives über jemanden gesagt habe und der aber eigentlich positiv ist, weißt du? So Kleinigkeiten. Auf jeden Fall waren wir viel mehr als dieses Bros connecten. Wir haben auch telefoniert. Also wir haben uns oft gesehen, wenn es nicht um Business ging, um alles um. Ja, ihr wart richtige Freunde. Frauenprobleme, Geldprobleme. Also für mich ging es nie um Business so. Ich hatte mal eine Zeit lang ihm gesagt, Bro, ich will dich managen. Dann hätte ich das auch auf die Business-Ebene gebracht, aber dann ist es nicht zustande gekommen, beziehungsweise, ja. Und dann habe ich einfach alles nur noch aus Freundschaft rausgemacht. Was auch immer, alles, was du halt Freundschaften, ne? Aus Männerfreundschaft, ne? Safe. Und ich kann auch, also ich werde jetzt sagen, was passiert ist, aber ich kann nicht zu detailliert auf gewisse Sachen eingehen, weil da einfach noch andere Leute eine Rolle spielen, so die ich nicht hier mit reinziehen will oder die nicht disrespekten will oder so weiter und so fort. Aber es gibt eine Sache, die will ich auf jeden Fall aus der Welt schaffen, und zwar war ich vor einem halben Jahr oder so, war ich in Süddeutschland, nenne ich es mal so, und da war jemand aus der Musikindustrie, mit dem habe ich mich getroffen, und der hat so gesagt, ey Bro, komm mal her, ich hab da was gehört und so. Und dann hat er einfach erzählt, was er gehört hat, ne, dass wir uns gestritten haben. Das ist spannend. Und ich und meine Jungs ihn dann aus Berlin rausgejagt hätten und so weiter und so fort und so, ne? Ja. Das kann ich so auf jeden Fall nicht stehen lassen. Wir hatten Beef, Streit. Es war auch leider mehr als eine verbale Auseinandersetzung, so kann ich hier sagen. Aber dass das irgendwie ist, dass wir den aus Berlin rausgeworfen haben oder so, sowas war das nie, weil das war, bevor das war für mich nie irgendwie Beef jetzt mit irgendeinem Rapper, sondern das war eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist. Und dabei ist so, also das ist, mir wurde das Herz gebrochen, so, weißt du, auf freundschaftlicher Basis, so. Das war für mich nie cool und nie geil, dass es irgendwie. Geworden ist. Ich wollte da auch nie Promo draus machen. Haben viele gesagt, ey, hättest du das oder was weiß ich oder so. Aber das war das nicht. Das war nicht irgendwie. Finde ich aber auch besser so, dass es nicht dann irgendwie so eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit geworden wäre so. Weil ich glaube schon natürlich, wenn Nico gewollt hätte, hätte er das Thema groß machen können. Und wenn er meinen Namen da rein involviert, Beef, Stress, es ist auch körperlich geworden, dann wäre das wahrscheinlich auch zahlenmäßig groß geworden und dann hätte er da Aufmerksamkeit für bekommen. Aber Nico ist nicht so ein Mensch. Ich glaube auch, da hätte ihn jeder volllabern können, solange er will. Er hat das nicht gemacht. Das schätze ich auch an ihm. Sondern das war eine freundschaftliche Sache,
wo ich auch der Verlierer sozusagen bin. Also das ich weiß nicht, ob Verlierer das richtige Wort ist, aber der... Warum? Also wer hat, hat er dich enttäuscht in Sachen Freundschaft oder hast du... Ja, genau, so war das. Also das, deswegen meine ich, dass ich der Verlierer war. Also vielleicht war es dann am Ende auch er, weiß ich jetzt nicht. Aber ich war auf jeden Fall, er hat Scheiße gebaut. Gewonnen habe ich auf jeden Fall nichts durch die Sache, Bruder. Nee, also definitiv der Verlierer in der Sache bin ich. Deswegen es so Probleme gab. Und dann kamen noch so zwei Sachen drauf und dann kam eine Sache drauf und dann war einfach so, war das nicht mehr gerade zu biegen. So. Weil es gab öfter so Kleinigkeiten, wo meine Jungs auch immer wieder meinten oder Leute, ich habe die vorgestellt, die sich dann beschwert haben, dass er irgendwie so und so war. So. Für mich persönlich gibt es halt eine Sache. So. Diese Kleinigkeiten, von denen er spricht, das waren keine Dinge, die meiner Meinung nach unsere Freundschaft auf die Probe gestellt haben oder so. Nur diese eine Sache. Er war mein Bro, weißt du? Ja. Und wenn ein Bruder, also ich habe zu ihm gestanden, ne? Auch wenn mir jetzt... Und genau, das wollte ich auch nochmal sagen, wegen dieses mit dem Berlin wegziehen und so. Dass er nochmal das auch klarstellen wollte, dass ich nicht aus Berlin weggezogen bin, weil seine Jungs mich irgendwie gejagt haben oder so. Das dürft ihr auch, das ist nicht so. Das möchte ich auch, dass ihr wisst. Ich muss hier an der Stelle ganz ehrlich, ganz klar zugeben, dass ich in dem Video, was ich gemacht habe, warum ich von Berlin nach Mannheim wieder zurückgekommen bin, natürlich ein paar Dinge weggelassen habe, wie zum Beispiel das mit Nico. Aber es ist nicht die einzige Situation. Also das mit Nico zum Beispiel, diese Auseinandersetzung, die wir auch hatten, die körperlich geworden ist, so, die war auch zwei, drei Monate, bevor ich umgezogen bin oder noch länger sogar. Und es gab auch noch andere Gründe. Ja? Also es gab einmal natürlich Nico als Grund, es gab meine Ex-Freundin als Grund. So, mit der ich mich getrennt habe, die auch in Berlin wohnt. Zwei Menschen, die ich auch krass in mein Herz geschlossen habe, mit denen ich eine krasse Verbindung hatte, die dann nicht mehr in meinem Leben waren. So, das waren zwei Gründe, definitiv. Dann habe ich finanzielle Sachen, warum ich umgezogen bin. Das sind aber diese drei Sachen, wollte ich vor der Kamera nicht ansprechen, weil ich erstens nicht über diese zwei Beziehungen ausführlich reden wollte vor der Kamera. Und zweitens, ich wollte auch diesen finanziellen Struggle nicht in den Vordergrund rücken und dann einen aufmachen, so ey, bestellt meine Klamotten, macht dies, das, klickt meine Videos und dies, das, bla. Ich wollte es schaffen, mit meinem Vibe, mit meiner Energie wieder hinzubekommen, dass ihr mich feiert und mich supportet und nicht, weil ich finanzielle Struggles habe. Ich mag das nicht. Ich möchte nicht euch betteln wegen Geld oder so eine Sachen. Ich würde nicht mal Geld vom Staat nehmen, so ich habe da einfach ein Problem mit und ich habe halt einen miesen fünfstelligen Betrag Schulden, so. Aber das ist egal, das spielt hier keine Rolle. Und dann kam als Gründe noch dazu, einfach weil ich wirklich meine Jungs vermisst habe. So. Meine echten Freunde, Digga, die schon mit mir am Start sind, seitdem ich teilweise noch jugendlich bin. Weißt du, wie ich meine? So, die auch mit mir schon Sachen durchgehabt haben, die mir schon Sachen verziehen haben, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Wo ich einfach mich wohlfühle. So. Weißt du, wie ich meine? So, wo ich weiß, dass die nie von meiner Seite weggehen werden. Egal, was die mir antun, egal, was ich denen antue. Und dieses Gefühl wollte ich einfach wieder haben. Und dann habe ich gemerkt, es hat noch sehr viele andere positive Effekte gehabt. Ich fühle mich hier einfach wohler. Ich fühle mich hier zu Hause. Es ist hier meine Hut. Es ist meine Zone. Ich komme wieder rein, wenn ich hier bin. So. Das sind die Gründe. Ihr könnt mir jetzt vorwerfen, dass ich habe euch nicht angelogen. Ich habe einfach nur ein paar Tatsachen weggelassen. Den Grund fühle ich auf jeden Fall, warum ich das gemacht habe. So. Ja. Wenn jetzt irgendjemand gesagt hat, ey, Leon war so und so, da habe ich gesagt, komm mal, Bro, der ist manchmal so und so, aber der ist im Kern ist ein guter. Ich bin halt ein komischer Typ. Weißt du, wie ich meine? Ich bin halt, und das meint er jetzt gerade. Ich bin halt ein komischer Typ, Digga. Ich bin ein anstrengender Typ. Mit mir kommen echt nicht viele Leute klar. Und dann gab es Situationen wahrscheinlich, wo dann Leute zu Nico gesagt haben, so, ey, Bruder, what the fuck is going on here, man? Und dann hat der Nico halt immer gesagt, Bruder, der ist halt so. Aber deswegen habe ich auch so einen Flair zum Beispiel immer voll krass gefühlt. Und auch bei dem Album, allein dieser Titel, Keiner kommt klar mit mir, der hat mich schon geprägt, Bruder. Weißt du, ich meine so, ich sag, ey, das bin ich, das könnte ich auch als meinen Titel nehmen. Aber ich glaube, ich habe mich menschlich auch voll weiterentwickelt seit der Sache. So. Ja, das wie bei mir halt ja auch. Wie bei mir ja auch. Bei dir auch so, weißt du? Und es gab halt so, ich meine, Cynic ist jetzt harmlos, aber es gibt Leute, die sind jetzt nicht so harmlos. So. Gut. Und da aber erzähl mal weiter.
Aber du weißt schon, was ich meine. Ja, klar. Da habe ich mich dann auch, also wie gesagt, ich will gar nicht auf krassen Gangster tun so oder so, ne? Aber es gab, ich habe mich für ihn eingesetzt, aber er hätte sich genau auch so für mich eingesetzt. Also es war absolut auf Augenhöhe. Der hätte sich für mich geprügelt mit den schlimmsten Gangstern, bin ich mir sicher. Der wäre down gewesen oder was Safe. Auch immer. Der hätte mir Geld geliehen, hätte ich ihn gefragt. Alles Mögliche. Hm. So, aber es gab dann. Wir hätten alles gemacht füreinander, Digga. Safe. Wir sind halt so eine Menschen auch, weißt du? Ich bin halt so ein Mensch, Mann. Ich hab Scheiße gebaut, Digga. Ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht real bin, Digga. So, ich hab Scheiße gebaut in meinem Leben und ich hab zweimal Scheiße gebaut, die ich so, wo ich mich auch selber für schon fast so töten würde, Digga. Aber ich bin real, Digga. Ich würde niemals irgendwas machen und danach nicht dazu stehen. So. Und das ist mir halt wichtig. Ich bin wieder ein bisschen aggressiv gerade. Wie gesagt, ich würde niemals zu den Fehlern, die ich gemacht habe, nicht stehen. Ich will mich immer für alles sofort gerade machen, weil sonst ist nicht korrekt. Also wenn du schon Scheiße baust, dann mach dich wenigstens gerade. Leider ein paar Sachen, die passiert sind. Es kann ja nur sein, entweder Frauen oder Geld. Was von beiden war's? Das ist immer das ist lustig. Das stimmt schon, dass das eigentlich so die beiden Sachen sind, weswegen Freundschaften so kaputt gehen. Aber bei euch nicht. Aber es, doch auch. Aber es waren viele Kleinigkeiten, die so zu einem Dings gegangen sind, weißt du? Ja. Wie zu so, das hat sich so aufgedings und dann gab es halt so zwei, drei Aktionen, die nicht mehr gingen. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall nicht hier in die. Ich weiß halt nicht, ich kann dir nicht genau sagen, von was er redet. In meiner Welt, in meiner Realität gibt es nur eine Sache oder eine Situation. Aber ja, man müsste wahrscheinlich mal drüber reden, wenn man wirklich das aus der Welt schaffen wollen würde. Pfannerhauen, so weißt du, der hatte danach, glaube ich, auch eine schwere Zeit mit diesem ganzen Shitstorm, den er da bekommen hat, so. Ja, weil er hat ja mit dir nichts zu tun gehabt. Ja, der hatte mit mir nichts zu tun. Ich habe den aber, ich habe den natürlich mitbekommen, so, ne? Und es gab da so ein paar Sachen, die er dann gesagt hat, wo ich gerne meinen Senf dazu gegeben hätte, so, ne? Hm. Aber als alle auf den geschossen haben, so, wollte ich nicht noch der sein, stimmt. Der ihn jetzt auch noch von hinten, so, weil ich auch noch einer bin. Weißt du, also wenn du und Marvin California jetzt Witze über den macht, das ist ja okay, aber wenn dann einer von seinen engen oder ehemaligen engen Leuten dann noch kommt und sagt, ey, das ist so und so und so, da, diese Rolle wollte ich einfach nicht einnehmen in der Sache. Ja. Und ja, heute ist das... Da merkt man aber auch schon, keine Ahnung, man kann es so oder so sehen, aber ich persönlich merke daran einfach, dass Nico einfach korrekt ist, Digga. Egal, was passiert ist oder nicht passiert ist, so, er ist ein menschlicher Mensch, so wie... ich auch immer versuche zu sein. Ich mag so Menschen, die halt immer versuchen, halt menschlich an die Sache ranzugehen. Er hätte auch einfach drauf scheißen können am Ende des Tages und sagen können, ey, ich gebe meinen Senf immer dazu ab, auch gerade bei dem, so. Weil mit dem bin ich, ey, ich hab Beef, so. Ich trete jetzt da auch noch mit drauf. So, dass wir nichts mehr miteinander zu... Nico ist schon ein korrekter Typ, Mann. Ist egal, was passiert ist oder nicht passiert ist. Ich würde niemals sagen, dass Nico kein korrekter Typ ist. Weil wenn ich das sagen würde, wäre ich ein Heuchler, Lügner, Bastard, alles. Gar nichts. Nee, gar nichts. Also gar nichts. Also der ist auch aus Berlin weggezogen. Nicht, weil ich ihm gesagt habe, Junge, du musst jetzt weg, sonst stirbst du oder so. Mhm. Sondern weil ich glaube einfach nach der Freundschaftsbrechung mit mir war das ihm vielleicht hier ein bisschen unangenehm. Also das ist, was ich denke so. Okay. Nicht, weil er Angst hat, dass er ein Messer im Rücken kriegt, sondern weil ich in dieser Stadt so ein Veteran bin, weil mich hier alle kennen. Das mit dem Unangenehmen stimmt schon. Also das war ein Teil, aber es ist nicht da, also ich weiß nicht, ich kann keinen Hauptgrund wirklich sagen so. Weil immer, wenn ich rausgegangen bin, natürlich war es so, dass ich mir dann vorgestellt habe, ich treffe einen von den Jungs, also einen von Nico und seinen Jungs, oder ich treffe einen von meiner Ex und ihren Girls. So. War immer halt so, ja, keine Ahnung, war immer so ein Struggle einfach. Man hat sich immer gefragt, selbst das war nicht mal schlimm, ich bin jetzt kein Typ, der davor Angst hat oder so, weißt du? Aber es gibt einem halt so einen bitteren Beigeschmack. Und wenn dann dazu deine Jungs von Day One auch noch nicht da sind, die ich halt immer versucht habe eigentlich rüberzuholen, Bardo und Fanus, so, die sind auch nicht da, dann... ja, dann fühlt man sich nicht mehr so geil, Digga. Und dann halt in der Öffentlichkeit zu performen. Ich habe ja trotzdem weitergemacht, meine Interviews und so. In den heftigsten Struggle-Phasen. Er hat ja selber gesagt, es gab auch Auseinandersetzungen, die nicht nur bei Wörtern geblieben sind und so. Und ich habe mich kurz danach hingesetzt, Interviews gedreht und so. Weißt du, wie ich meine? So. Deswegen.
Performt habe ich trotzdem, aber ich habe mich insgesamt einfach auch nicht mehr so richtig wohlgefühlt, das stimmt schon. Wenn er so, also weißt du, das ist einfach so. Hat er sich das mit einem alteingesessenen Berliner, der gut vernetzt ist, einfach verkackt? Ja, aber wie gesagt, gar nicht auf Gangster oder so, das will ich hier gar nicht so machen, nee. Aber ich bin halt so, brauchst mich kennt nicht, man halt hier. Brauchst du auch nicht erwähnen, jedes Mal so, wir wissen wir, dass wir hier nicht den Paten sitzen haben, aber auch keinen Cynic, wie du es jetzt sagen würdest. Aber jetzt, weil du sagst ja, das war mehr als verbale Auseinandersetzung. Also habt ihr euch auch mal geschubst oder ein paar Backpfeifen verteilt? Es war mehr als eine verbale Auseinandersetzung. Das will ich da belassen und ich will auch nicht so, das soll auf jeden Fall nicht so aussehen, als wäre irgendwie, als hätten wir zu 20 den gejagt und der wäre weggerannt oder so. Ja. Leon ist in meinen Augen ein Mann, der sich, wenn er Scheiße baut, dessen bewusst ist und dann auch sein Mann steht. Das klingt jetzt hier alles sehr, sehr... Nee, das klingt genau richtig für den Film, den wir hier erfahren. Gab es ein 1 gegen 1? Ach man, Cynic, belass es dabei. Weil wenn, dann hätte ich doch auf jeden Fall rund gemacht. Du bist doch ein Kopf kleiner. Wer weiß. Leon ist ein starker Kerl. Also dem, ja. Da muss man keinem was vormachen. Der stemmt die Gewichte auf jeden Fall und ist breit und kann sich, glaube ich, auch gut boxen. Ja. Da muss ich nichts zu sagen. Gut, den Rest müssen wir dann... Also mir ist nur wichtig, dass ich finde es auch gut, dass Nico das so sagt halt, wie es war halt. So. Es ist halt so, ich stehe meinem Mann und ich nehme Konsequenzen in Kauf, egal welche. Rein interpretieren auf jeden Fall. Jetzt, wo wir schon mal bei unangenehmen Sachen sind, sollen wir mal ganz kurz in dieses Ding von Marvin California reingucken? Okay, geht's da noch um mich jetzt? Nee, ne?